Das größte Kreuzfahrtschiff der Welt, die Wonder of the Seas von Royal Caribbean, kommt ja nach Europa für Mittelmeerkreuzfahrten. Ja, und bevor es da so ganz offiziell mit den Reisen losgeht, haben Mitarbeiter aus der Reisebranche, wie eben Reisevermittler, Reisebüromitarbeiter und so weiter, die Möglichkeit, dieses Schiff nochmal auf einer Einführungsveranstaltung vorab in Augenschein zu nehmen. Und damit sage ich Hallo, hier ist wieder Melanie vom Reiseteam Royal, eurer mobilen Reisevermittlung. Ja, für diese Einführungsveranstaltung musste, wie auch immer man das nennen möchte, man sich qualifizieren. Und da haben wir einfach mal teilgenommen und haben es geschafft. Wir dürfen an Bord. Am 4. Mai gehen wir also für 2 Nächte auf die Wonder of the Seas, werden uns da alles anschauen und natürlich eben auch entsprechend viel Videomaterial, Fotos und so weiter mitbringen, euch ganz viele Infos geben können dann in den Wochen danach. So, vorab wird es auch noch ein paar Infos zur Symphony of the Seas geben, denn da sind wir auch. Allerdings ist das unser privater Urlaub, wo wir natürlich auch immer irgendwie ein bisschen geschäftlich was mitbringen. So ist es halt, wenn man die eigene Leidenschaft auch ein bisschen zum Beruf oder dann zum Beruf gemacht hat. Aber auf der Wonder of the Seas ist es wirklich so, dass wir uns ganz intensiv mit allen beschäftigen, weil wir da eben auch zum Arbeiten quasi drauf sind. Und wenn ihr jetzt spezielle Fragen zu Wonder of the Seas habt oder sagt, das und das würde ich gerne dann mal sehen, da würde ich gerne mal ein Video von haben oder ein Foto oder was auch immer, dann lasst es uns einfach wissen. Schreibt es in die Kommentare, schreibt uns per Mail, über andere Social-Media-Kanäle, was auch immer. Dann werden wir natürlich versuchen, auch genau diese Bereiche dann speziell abzudecken, euch das entsprechende Foto, das Videomaterial, was auch immer, dann irgendwo hier mal zu posten, zu liefern oder das eben dann auch mit einzubauen in unseren Informationen, die wir euch dann im Nachhinein über die Wonder of the Seas geben. Ja, und damit ist es dann eben auch so, dass man dieses spannende Schiff, was natürlich in Deutschland nicht so große Beachtung finden wird oder auch gefunden hat bisher, wie zum Beispiel die AIDA Cosma, die ganz neu ist, dass auch dieses Schiff umfangreich beleuchtet wird und zwar das Ganze auch mit Infos so ein bisschen in der deutschen Sprache, was vielleicht dann für den einen oder anderen auch gar nicht verkehrt ist, der sich vielleicht mal gerne über dieses Schiff informieren möchte. In diesem Sinne sage ich jetzt erstmal Tschüss, bis zum nächsten Video und falls ihr jetzt irgendwo noch in Urlaub fliegt oder eine Kreuzfahrt macht demnächst, natürlich eine schöne Reise.